Ist es schon wieder soweit? Wo ich gerade bin, in Udine? Nein, nein, das ist schon wieder ein paar Tage her. Bin schon in Bozen, ist auch in Italien. Mhm. Na, ich habe gar nicht gewusst, dass das in Südtirol ist. Naja, die mit den drei Zinnen, die riesigen Berge. Fantastisch zum Anschauen. Aber gewusst habe ich das nicht. Na, war Zufall, plötzlich war ich dort. Aber sonst Italien ist, naja. Aber wegen der Wand, ja, das war ein bisschen blöd in Bozen, weil Schulanfang und meine Wand wäre am Schulhof gewesen. Das ist ja nicht gut gekommen. Ich bin in Trente, ist ein bisschen vor Bozen stehen geblieben und da hat es eine gemütliche Unterführung in einem Park gegeben. Na, das war ideal. Hallo und herzlich willkommen aus Trente. Leider kann ich mit dem Auto nicht direkt zur Wand fahren. Deswegen packe ich jetzt meine 7 Sachen und gehe zu Fuß hin. Also bevor es hier losgeht, mische ich mal ein bisschen die Fassadenfarbe zusammen, damit ich dann etwas schön Neues zaubern kann. Bisher läuft es richtig gut, ist eigentlich eine coole Wand, sehr ruhig und angenehm gelegen, schön im Schatten und ja. I'm not gonna lie, daughter has fun, I get her brain fried. My lady papa Zenny, other lady poppy Molly, why she waiting on me? Yogi my area, yogi my area. Also mit den Hauptfarben bin ich jetzt mal fertig. Jetzt fahre ich noch mit Schwarz und Weiß drüber, um den Ganzen nochmal mehr Tiefe und Plastizität zu verleihen. Dann möchte ich das Ganze aber auch noch mit einer Outline umrahmen, damit ein bisschen Farbe reinkommt. Und ja, dann sehen wir uns das Ganze mal an. Halt, Bozen ist vorüber. Wie war Bozen, wie war's? Auf der Karte ist es von Udine nach Bozen nicht allzu weit gewesen, aber zum Fahren war es irrsinnig anstrengend und langweilig, weil es nur schlecht ausgebaute Bundesstraßen gab. Die sind, wie man weiß, in Italien ja nicht so gut, dass man also nicht wirklich schnell fahren kann. Wieder Nächte im Auto verbracht, es war auch wieder sehr anstrengend, nicht gemütlich. Es wird einfach nicht gemütlicher, je öfter man drin liegt. Die Wand selbst, wo ich gemalt habe, mit den Adlern, gefällt mir ausgesprochen gut. Ich hatte spontan entschieden, dann ein Adlermotiv zu sprühen, weil es, finde ich, nichts Passenderes gibt, als in den Dolomiten Steinadler zu sprühen. Habe ich dann an der Wand selbst entworfen, das Motiv. So dermaßen eindrucksvoll mit dem Gebirge rundherum, die drei Dolomitenspitzen, so schön. Gut gegessen, Pizza, wie es üblich ist für Italien. Und jetzt geht's weiter. Der nächste Stop ist in der Schweiz, in Biel. Das heißt, über diese Berge drüber, durch den Zoll. Ich hoffe, es wird alles gut gehen. Das ist meine größte Sorge. Und dann sehen wir uns in der Schweiz wieder. Ich danke euch fürs Mitverfolgen. Like das Video, kommentiert es bitte, bitte, bitte. Bis bald in der Schweiz.